Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zum heutigen Informationsvideo. Die Entwickler von Hello Neighbor haben ein Update-Video herausgebracht. Es wird Ende diesen Monats noch ein Update geben und zwar kommt dann die Alpha 2 heraus und hier können wir uns schon Alpha 2 Gameplay anschauen. Dieser Artstyle, also so wie dieser Alpha 2 Artstyle eben ist, der soll wohl so beibehalten werden im finalen Spiel. Das Haus hier aber nicht. Auch das Haus aus der Alpha 1 wird komplett gestrichen. Also es ist tatsächlich nur eben, sie haben nur ausgetestet, was so im Rahmen des Möglichen ist. Aber das Haus wird komplett überarbeitet und verändert in der finalen Version. Ich habe mich jetzt hier für das Video einfach über die Webcam des Entwicklers drüber gepimmelt, ich alter Strolch. Denn er ist oben rechts in der Ecke und erzählt halt gerade über die ganze Chose. Das sieht ultra nice aus, das Teil, oder? Irgendwie eine magnetische Waffe, mit der man sich sicherlich irgendwie Zeug ranziehen kann. Also aus der Entfernung heraus sich eben was herangeln kann. Da hat er sich eben den Dietrich geholt. Und ja. Ich finde, es ist schon mal richtig nice, also mit dieser Hand, das gefällt mir doch sehr gut. Hier sieht man jetzt so ein Concept Art für das Update, das im Dezember kommt. Das wird das ein riesiges Haus werden mit einigen richtig coolen Rätseln drin. Wobei die alten Rätsel so nicht beibehalten werden. Die waren eigentlich an sich zu viel und auch zu schwierig, sagt er hier zumindest. Es gäbe zwar viele Leute, die alles geschafft haben, jedes Rätsel lösen konnten, aber es wäre einfach doch insgesamt viel zu knifflig gewesen. So alles im Gesamten. Aber natürlich wird es trotzdem Puzzle geben, wo man richtig hart am Struggeln ist, aber eben nicht mehr in dieser Form, wie es eben in Alpha 1 ausgesehen hat. Scheinbar gibt es auch Feuerwerk, das fand ich richtig edel. Ich habe mir das Video ja vorhin schon angeschaut, also man kann jetzt auch mit Feuerwerk den Nachbarn distracten, ja, von sich ablenken. Des Weiteren soll das Spiel auch nach wie vor wie eine große Sandbox funktionieren. Also man hat dieses Haus, man hat die Hauptaufgabe, dass man eben ans Ende kommen muss. Aber man kann dieses Ende, dieses finale Ziel auf vielen verschiedenen Wegen erreichen. Man kann also sehr kreativ an die ganze Sache herangehen, seinen eigenen Weg vielleicht sogar finden. Das ist auch so mit der Grund, warum die Entwickler ungerne extrem viel ausplappern. Also er sagt auch in diesem Video, dass sie theoretisch riesige Batzen Informationen auch rausgeben könnten, aber durch das ganze Feedback, das sie eben aus Alpha 1 bekommen, die ganzen Videos, die auf YouTube zu sehen sind, haben sie wieder neue Ideen bekommen, um eben weiterzuarbeiten, um neue Dinge einzuarbeiten, weil die Spieler auf Sachen gestoßen sind, die sie so gar nicht geplant hatten und die plötzlich für die Entwickler offen stehen und sie sich denken, wow, das könnten wir eigentlich genauso umbauen, beziehungsweise den Bug, den der Spieler da genutzt hat, den könnten wir tatsächlich verwirklichen und richtig gewollt einbauen ins Spiel. Was auch noch wichtig ist, man könnte jetzt ja denken, wow, die wollen also nur dieses Haus nutzen als einzige Location für ein komplettes Spiel. Wer weiß, wie viel das mal kostet. Ich denke nicht, dass es so ein Vollpreisspiel wird wie die Xbox oder Computerspiele, eben diese AAA-Spiele. Für ein komplettes Spiel nur so eine kleine Location, aber sie fügen auf jeden Fall weitere Locations hinzu. Unter anderem, und das haben sie auch schon selbst bekannt gegeben, wird es einen Keller geben. Also man kann den Keller betreten. Ihr habt es am Anfang des Videos kurz gesehen, das habe ich reingeschnitten. Man kann also nun auch den Keller betreten und da unten seinen Unfug treiben. Und sicherlich ist es eine extrem gruselige Sache. Also ich finde, wenn man sich das mal anschaut, da unten diese Rumrennerei mit den Kerzen und sowas und dieses leicht Dunkle, wenn man sich da dann vorstellt, da rennt der Nachbar dann plötzlich rum. Das erinnert dann stark an dieses Joy of Creation zum Beispiel, wo man vor diesen Viechern von Five Nights at Freddy's davonläuft. Unten dieser Keller. Also da bin ich schon echt gespannt drauf. Und auf die weiteren Locations natürlich auch. Möglicherweise kann man vielleicht zu einem anderen Nachbar gehen. Aber das sind jetzt nur Spekulationen, das mit dem anderen Nachbar und so. Da war noch gar nichts bestätigt. Es gibt aber auf jeden Fall diesen Keller. Also zusammenfassend sei nochmal gesagt, es wird dieses Jahr noch zwei Updates geben, zwei Builds. Ende November und Ende Dezember, die werde ich euch natürlich beide zeigen, ist klar. Und nächstes Jahr wollen sie schauen, dass ungefähr ein Build, also ein Update jeden Monat erscheint. Möglicherweise jeden zweiten Monat, je nachdem wie sie eben rumkommen. Aber ja, also diese Alpha 2 zeigt eben den finalen Artstyle und in Alpha 3 gibt es praktisch schon mal das Grundgerüst, der erste Teil des finalen Hauses, wie es eben auch später im fertigen Spiel dann zu sehen ist. Ich überlege jetzt gerade noch, ob ich dann das hier einfach vor das andere Video schneiden soll, das heute eh erscheint, das Hello Neighbor Video, oder ob ich einfach zwei Videos machen soll heute, also dass es voll der Hello Neighbor Tag wird. Falls dem so ist, dann haltet auf jeden Fall die Augen offen, es erscheint heute noch ein Hello Neighbor Video und zwar einfach wieder eins, in dem ich ganz normal Hello Neighbor spiele. Aber ich hielt es hier auf jeden Fall für wichtig. Die E-Mail habe ich schon am 7.11. erhalten, aber ich habe leider bis heute gebraucht, dieses Video zu machen, weil ich einfach eine lahme Schnecke bin. Kinder, so ist es halt im Business, wisch. Ich meine, ich muss mich halt auch kümmern um die ganze Jumble durch. Der Computer und was weiß ich alles. Ja. Schaut rein, der Nase Peter.